Scheiße. Wunderschön, meine Freunde. Daran sieht man, ich bin sogar zu blöd zum Kaffee kochen. Könnte man meinen, ne? So, heute gibt es einen Bieltalk. Aber einen richtigen. Ach ja. Junge, Junge. Heute war mein Kumpel Michi da. Und wir haben uns einen schönen Abend gemacht. Haben ein bisschen geschnackt. Wisst ihr, ich bin ein bisschen im Autohandel beschäftigt. Jetzt momentan, also aktuell sehr viel sogar. Und ich habe viel mit ihm beredet und viel so, ich sag mal, so Kram geschnackt, der halt hier so allgemein ist. Und hier zum momentan, in meiner jetzigen Situation, dann war ich gerade eben auf Klo, hab mich aufs Scheißhaus gesetzt, hab eine Dreiviertelstunde gesessen und hab die Kommentare zum letzten Video gelesen. Natürlich müsst ihr euch vorstellen, meine Videos sind immer eine Zeitblase. Das heißt, wenn ich mit euch kommuniziere, außer über einen Livestream, der geht meistens immer ziemlich direkt, ist es halt immer mit ein bisschen Zeit verbunden. Das heißt, es ist halt eine Woche dazwischen ungefähr. Wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, ich habe ja Familie und sowas, ist es halt so, dass ich eine Zeitblase habe und sozusagen die Videos vor mir hertreibe. Deswegen ist nicht immer alles so ganz zeitaktuell, was ihr seht. Was aber nicht schlimm ist, weil wenn ihr eben was Zeitaktuelles wissen wollt, müsst ihr halt sonntags um 20 Uhr zum Stream kommen. Wenn nicht, müsst ihr halt warten, weil da erzähle ich nämlich alles, was mich halt momentan beschäftigt. Und so könnt ihr auch ein bisschen vielleicht mich beraten und mit Einfluss geben auf meine jetzige Situation oder allgemein die Situation, die mich aktuell beschäftigt. Sonst halt gibt es halt nur den wiedergekauten alten Scheiß. Naja, gut. Aber ich habe ein bisschen was überlegt und ich muss mich ja eigentlich gar nicht rechtfertigen. Aber da ich ja dieses Ding hier mit euch aufgebaut habe und auch, dass alles so funktioniert, wie es halt so funktioniert, mit euch und auch so nicht ohne euch funktionieren, ich mache das auch gerne, finde ich aber, dass viele unfair zu mir waren. Und da momentan sowieso genug unfair zu mir ist auf dieser Welt, finde ich tatsächlich, dass wir darüber mal reden sollten. Und das haben wir eigentlich mal in Real Talk-Videos gemacht. Und das machen wir jetzt auch. Aber ich habe mich vorher da vorne hin mit meiner Cola, das ist ein bisschen einfacher, und baue mir irgendwie ein Stativ aus irgendwelchen Sperrmüll. Ach ja, ist halt nicht bequem. Alter, das Geilste ist, wenn du in einer Halle eine Couch hast. Ich feiere das Ding. Naja, ich glaube, wir sollten mal reden. Also gar nicht jetzt mal böse gesagt. Also ich habe alle Kommentare gelesen. Also wenn ich ein Herzchen gebe auf so einen Kommentar, wenn ihr das vielleicht seht, so bei euch angezeigt, dann lese ich die Dinge auch. Das heißt, das ist mal ganz cool. Da wisst ihr schon mal, ich interagiere mit euch. Das ist bei vielen YouTubern tatsächlich nicht so. Die scheißen ziemlich auf ihre Kommentare. Das mache ich nicht. Leider nehme ich manchmal auch sehr viel zu Herzen. Das ist auch so ein bisschen problematisch. Übrigens, ihr wundert, ich habe meine Hose heute zerrissen. Beziehungsweise, ich habe die schon vor ein paar Wochen zerrissen. Hanna hat mir die genäht und heute ist sie wieder aufgegangen. Scheiße gelaufen. Ich kriege die wieder Cola, Alter. Die habe ich tatsächlich bekommen. Das war hier Neujahrs-Event. Die ist noch ein bisschen über. Naja, womit fangen wir jetzt an? Pass auf. Also, ihr wisst ja die Situation, ich fasse die mal kurz zusammen, in der ich momentan stecke. Oder halt wir momentan stecken. Ist ja nicht ich. Gordon ist hier, meine Frau ist hier ja auch noch irgendwie mit drin, auch wenn sie momentan nicht hier arbeitet. Ne? Also, wir. Und irgendwie ja ihr auch. Ihr begleitet mich ja dabei und ich nehme euch ja mit. Und dementsprechend seht ihr das ja genauso, wie ich es halt sehe. Deswegen, eigentlich wir alle. Natürlich ist es meine Rechnung. Brauchen wir nicht überreden. Ihr nicht. Ne? Ich will hier kein Geld hier bei euch schnurren. Das ist nicht Sinn der Sache. Das habe ich sowieso von Anfang an auch gesagt. So, pass auf, was ist, das ist. Ich habe halt auch Scheiße gebaut. Also, kurz zusammengefasst. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen eine Nebenkostenabrechnung von meinem Nebenkostenabrechnung bekommen von meinem Vermieter von ungefähr ein bisschen über 30.000 Euro. Ich schätze mal, wenn das alles mit aktuellen Nebenkosten zusammenkommt, sogar an die 50.
Also richtig, richtig viel Geld. Was ich natürlich auch nicht liegen habe. Also ich bin ja normale mittelständiger Unternehmer und ich sag mal, 10.000 Euro konnte ich so kratzen, so vom Ding her, so wenn ich alles tüdelam habe. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, hier, ich habe 50 Mille und das geht nicht und das funktioniert nicht. Und da habe ich gesagt, mein Vermieter, übrigens, das ist übrigens eine Story gewesen, er hat was verrallt, tatsächlich in der Buchhaltung, und ich habe was verrallt. Das heißt, wir sind beide gleich schuld. Ich gebe ihm nicht allein die Schuld. Ich habe da genauso ran Schuld. Auf jeden Fall ist sein Betrag aufgelaufen. Und das haben wir jetzt geklärt. Das zahle ich ab. Okay? Ist eine beschlossene Sache. Ne, das Thema ist schon für mich eigentlich schon so durch. Das wird abgezahlt und fertig ist. Naja, natürlich, da ich ja ehrlich zu euch bin, sage ich euch das sogar. Ich hätte es auch nie erzählen müssen. Ne? Fakt auf jeden Fall ist, dass jetzt eine größere Summe jeden Monat auf mich zukommt, die ich mehr bezahlen muss als vorher. Natürlich jetzt die neuen Nebenkosten, die dazugekommen sind, logischerweise, die jetzt hier angeglichen sind an die heutige Zeit, weil diese Nebenkostenerhöhung, die jetzt diese ganze C-Zeit und so, die hat halt nicht gut getan im Laden hier. Und die ganze Geschichte, sag ich mal, halt mit einigen Nebenkosten halt, die halt so anfallen und halt einen Betrag, den ich auch wiederum zurückzahle. Das heißt, ich habe eine Mehrbelastung von ziemlich genau den Lohn eines Angestellten bei mir. Ja, ist doof, aber ist echt so. Ne? Und ich meine, wir machen hier mit Gurken, wir machen YouTube und sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt das Geschäft. Ich sag mal, wir sind da, wir haben hier viele aufgebaut in der ganzen Zeit. Aber ich kann nicht mit Kohle um mich werfen, leider nicht. Und ich habe halt einen gewissen Spielraum jeden Monat. Und ich schaffe es halt nicht, beides auf einmal zu steigen, also zu tragen, in Angestellten in Kombination mit der Rate, die ich da zahlen muss. Und die muss ich halt zahlen und die werde ich auch bezahlen, weil ich es halt für gerade halte, weil ich habe es ja auch genutzt, also muss ich es ja auch bezahlen. Das ist das Ding. Und da könnte auch mit irgendwelchen Anwaltsgeschichten und sowas kommen. Gottes Willen will ich gar nicht. Und zweitens, ich kenne die Rechte und drittens, natürlich, alles, was schriftlich ist, wird natürlich rübergeguckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist aber eine Sache halt. Es hat mich getroffen. Ich bin halt dran. Ich habe nicht aufgepasst. Er hat nicht aufgepasst. Er ärgert sich auch, dass er seine Kohle jetzt nicht kriegt und den ganzen Scheiß doppelt und dreifach versteuern muss. Ich auch. Also letztendlich ist es nicht gut. Ne? Aber es ist halt so und funktioniert. Also die einzige Konsequenz daraus ist tatsächlich, dass ich einen Angestellten kündigen muss. Ich habe natürlich nur zwei davon. Meine Frau, Tine. Und Gordon, mein Mechaniker, ne? Im Fachbereich, Gordons Fachbereich ist hier die Werkstatt. Ist hier als Mechaniker angestellt und repariert für mich Autos, normale Gebrauchtwagen, wie hier den Passat, weißt du, oder hier das, was alles so draußen so rumsteht. Das macht er für mich. Ich mache das Gleiche, wir teilen uns dieses Schicksal und schrauben hier die Autos. Und ich mache natürlich ein bisschen mehr. Ich meine, ich mache den Content noch für euch und mache natürlich auch Projekte und versuche natürlich auch euch ziemlich Abwechslung zu bieten, damit ihr ja auch nicht immer den gleichen Scheiß sehen müsst. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut, finde ich. Also bisher habe ich noch keine großen Beschwerden gekriegt. Naja gut, und dann kommt Tines Shop. Tines Shop ist. Das hier ist Tines Bereich. Unser Merch Shop. Wir haben Aufkleber hier, wir haben unsere Uhren, wir haben Schlüsselanhänger, alles Mögliche. Wirklich, neue Ware von Michi gekriegt. Mal gucken, ich bin gespannt. Packe ich morgen mal aus. Das ist eine andere Geschichte. Und halt der Versand davon. Ne? Dann nochmal, wenn das nicht reicht, weil wir halt, wie gesagt, das Problem ist halt, der Shop, der kann natürlich keine, wie soll ich sagen, kann nicht dauerhaft jemanden beschäftigen. Noch parallel Autoaufbereitung. Heißt, sie bereitet ein Auto auf. Was ist ein Verkaufsauto? Und ihre Arbeitszeiten waren in dem Fall von hier 9 Uhr bis 12:30 Uhr, das heißt Teilzeit. Also, was ich nicht lange da, weil ich die Kinder abholen muss. Das ist so ungefähr das, was sie gemacht hat. Und das Problem ist folgendes: Leider ist es ja so, dass ich dann gucken muss, wo ich bleibe. Und ich kann natürlich logischerweise nicht Gordon rausschmeißen als mein einziger Mechaniker. Jetzt mache ich wieder aus. Ich wollte jetzt erst den Gurkenshop zeigen, auch so gelassen. Ich kann natürlich Gordon nicht als mein Mechaniker rausschmeißen. Das würde keinen Sinn machen. Aber Tine tatsächlich, das Problem ist, dass der Shop, den wir haben, der Online-Shop, jetzt fahr runter, Alter. Mach mal da.
dass der Shop halt nicht genug Geld einbringt, um sie zu bezahlen. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mal annähernd. Also wenn du den Shop rechnest, der macht im Schnitt, wenn er gut läuft, 600 Euro ungefähr im Monat, wenn ich mal das mal aus hier. 600 Euro ungefähr im Monat, könnt ihr so ungefähr rechnen. Was sie kostet, weit über 2000. Also kannst du rechnen, also du musst ja brutto rechnen. Ihr seht ja immer nur, wenn ihr jetzt eine Gehaltsabrechnung habt oder irgendwas, euer Nettolohn, das Brutto-Ding ist da von der Arbeitgeber bezahlt, da hast du die Krankenkasse, dann hast du auch noch ein bisschen ein paar Zusatzdinger, du hast noch die Berufsgenossenschaft, du musst schon so einiges ausbaden. Also alter Schwede, so als Arbeitgeber ist das Leben nicht ganz einfach. Also schwerer als ihr glaubt, wirklich jetzt. Alleine schon, was ich alles so erfüllen muss, was ich vorher nicht erfüllen musste. Es ist also betriebswirtschaftlich, ich habe meine Jacke übergezogen, nicht wundern, ist es halt so, dass ich irgendwas machen musste. Ich musste das Geld einkürzen und dann musste ich halt Tine kündigen. Klingt doof, weil Tine meine Frau ist, ne? Also vom Ding her so, weil schmeißt man ja eigentlich nicht raus, ist ja eigentlich nicht so das Ding. Mache ich auch nicht gerne tatsächlich, aber es war halt betriebswirtschaftlich die einzige Lösung. Und ich werde euch erzählen, warum. Ich habe eure Kommentare gelesen, ich habe auch ganz viele Kritiker, das passt auch, also Kritik habe ich nichts gegen, aber auch Hater, also Leute, die bewusst alles schlecht machen, was ich tue. Das ist aber auch typisch deutsch, das ist ein anderes Thema. Weißt du, wenn man halt nicht so ist wie die anderen, die machen es bewusst schlecht, also egal was ist, egal was ich tue, weil sie mich halt einfach nicht mögen oder die wünschen mir halt nichts Gutes, das sind so Hater. Aber die hast du halt nicht immer. Ich würde sagen, vielleicht von unserem Publikum nicht mal 1%. Ne? Also das ist jetzt so ein Fall. Ich habe auch viele davon auch gesperrt, wo ich gemerkt habe, das macht ja keinen Sinn mehr, mit denen überhaupt zu diskutieren, weil egal was du sagst, da kommst du eh nicht gegen an. Ne? Das ist tatsächlich, da habe ich den Honey rausgeholt. Naja, klingt doof, ist aber so. Ich drehe die Kamera erstmal ein bisschen um, ich habe keinen Bock, meine Fresse zu filmen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann die Kosten einsparen muss. Geht nicht anders, weil die zwar anders gebraucht werden. Natürlich habe ich da vorher mit meiner Frau darüber geredet. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach so, Schatz, nö, hier, du bist zu Hause, tschüss. Nein, natürlich nicht. Und das Thema war natürlich auch ein Streitthema. Weil nicht wegen mir, sie war nicht sauer auf mich. Sie war halt sauer auf die Gesamtsituation. Ne? Weil die hätte ja nicht so sein müssen. Und das ist das Ding. Jetzt ist Tine zu Hause, wird sich für was Eigenes aufbauen, was ich wiederum finanziell unterstütze. Logischerweise, das kostet mich auch wieder. Also, wie gesagt, ich stehe hinter meiner Frau, egal was kommt. Und das ist halt eine Sache, die viele nicht verstehen. Ich habe jetzt so Kommentare gekriegt zum Beispiel von manchen, die meinen so, ja, ich habe sie jetzt hier einen Stich gelassen und hier, jetzt ist sie ja alleine und ich habe sozusagen, sie ist den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, weil ich ja jetzt so weitermachen will wie bisher, was ich muss weitermachen wie bisher. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich aufhören oder was? Kann ich ja nicht. Gott, ich habe Verantwortung zu tragen. Ich habe eine Familie zu ernähren. Übrigens, wenn wir Familie ernähren, ist ja auch so, Tine auch. Meint ihr jetzt etwa jetzt hier, oh, tschüss Frau, hau ab für immer? Nein, natürlich bezahle ich das. Also das heißt, wenn sie zu Hause ist, logischerweise ist das ja auch, weil es meine Frau ist und meine Familie ist, ist es ja so, dass der Laden trotzdem noch sie bezahlt, also dass sie klarkommt. Sie baut sich jetzt auf was anderes auf, das wir jetzt eventuell eh versuchen wollten und probieren das. Und wenn nicht, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber aktuell kann ich sie halt nicht beschäftigen, weil dafür die Zahlen nicht da sind. Das ist eine betriebswirtschaftliche Scheiße. Da habe ich voll keinen Bock drauf. Genauso wie ihr. Meint ihr, ich mache das gerne oder was? Aber da haben so viele drauf rumgeritten und haben gemeint, ich blöder Idiot und sowas. Alter, ich war richtig enttäuscht. Also menschlich gesehen, weil ich bin halt ehrlich. Ich erzähle euch halt auch Sachen, die negativ sind. Ich meine, ich kann es ja auch so machen wie der Rest von YouTube. Weißt du, ich sage immer nur alles, was schön glänzt und was toll ist. Mach dann jeden Sonntag ein Video oder jeden Mittwoch ein Video, wo ich mich über irgendwas aufrege und dann fertig. Und lasst euch halt nicht mehr ran. Mach halt nichts Besonderes oder will ich auch gar nicht. Ich will einfach nur, weil ich jetzt so angefangen habe, ehrlich zu euch sein. Das möchte ich auch weiterhin. Deswegen pass auf. Jetzt habe ich auch viele Vorschläge gekriegt von Leuten halt, die gar nicht wissen, wie das hier funktioniert. Letztendlich ist es wirklich dumm, jetzt gesagt, aber ich glaube, keiner weiß, wie das hier funktioniert. Ihr wisst nur das, was ich euch auf YouTube zeige. Wisst ihr? Also, ich zeige euch ja auf YouTube meinen Alltag als Autohändler, was ich so gedenke, was dann scheiße ist, was dann nach hinten losgeht, was dann auch klappt und eventuell, wenn was gut klappt,
Aber ich zeige euch lange noch nicht alles. Leute, ihr seht vielleicht 20% meines Lebens. Ihr seht mein Privatleben nicht. Also früher habe ich es gemacht, mittlerweile tatsächlich habe ich das rausgelassen. Komplett. Ist auch ganz gut, glaube ich, denke ich, weil, wie gesagt, das Ding hier ist eh schon genug. Mache ich auch nicht unbedingt. Weißt du, wegen Kinder und so. Ihr seht halt nur so meinen Arbeitsalltag. Und dann seht ihr meistens immer so 2 Stunden dazwischen mal so einen Cut, dann kommt die nächste Szene. Meinte, ich sitze in der Ecke und mache dann nichts. Natürlich mache ich dann was. Und dann sitze ich im Büro, mache irgendwas mit meiner Steuerscheiße oder fummel da irgendwas zurecht. Oder irgendwas mache ich ja immer. Und hier, naja, und es kommen da viele und sagen mir, die wissen das besser wie ich. Ich kann mit euch wetten, es gibt viele, die das 100-mal besser wissen als ich. Aber es gibt nur eine Person, die diese Firma besser kennt als ich. Und das bin ich. Weil, wie gesagt, ich weiß ja, wie das hier funktioniert. Weißt du, ich habe das ja, ich sitze ja seit Tag 1 hier in dem Büro. Na gut, hatte früher gar kein Büro. Und ich habe auch sehr, sehr viel Scheiße ausbaden müssen, die ich gebaut habe. Und ich werde in meinem Leben auch noch sehr, sehr viel Scheiße ausbaden müssen. Das weiß ich selber auch, weil als Selbstständiger wirst du eh immer gerammelt. Egal was ist. Irgendwas kommt immer. Ja, und aktuell rammelt uns halt diese Nebenkostengeschichte. Das ist Fakt. Naja, gut, mal eben so ein paar Ideen, die aufgeworfen wurden, was ich jetzt nicht unbedingt immer so halt erzählen möchte jetzt. Ich habe keinen Bock da. Es ist so blöd, mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, weißt du? Weißt du, die mir da Vorschläge geben, weißt du? Das ist auch lieb gemeint und so, aber mir ist das halt so doof, weil ich kenne doch gar nicht die Hintergründe. Guck mal, die ersten Dinger zum Beispiel waren da gewesen. Da hat Tine ein Video hochgeladen, hat gesagt, momentan alles scheiße und ich habe erklärt, was los war. Ne? Das haben natürlich viele spekuliert und die denken natürlich jetzt hier, das ist hier jetzt hier Hardcore und alles vor die Wand gefahren und bis zum Ende und keine Ahnung was. Ist es ja eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es eine funktionierende Firma und ja, das hier ist ein scheiß Chaos, Alter. Es ist wirklich. Es ist echt ein Chaos und es ist immer durcheinander und wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich das jetzt doof sage, aber es wird immer so sein. Weil ich bin halt ein Chaot, Alter. Ich krieg das nicht anders hin. Ich bin mit dem Kopf halt viel zu unruhig. Wisst ihr, ich krieg das nicht. Ich bin halt so, ne? Zum Beispiel. Das Erste, was zum Beispiel jetzt mir angeschlagen wurde tatsächlich, ist die Tatsache, dass ich zum Beispiel diese Schwalbe hier gekauft habe. In Bockhorn. Die hier. Die wir lackiert haben, ne? Obwohl ich ja schon wusste, da kommt was auf mich zu. Steht ja hier, ne? Die Schwalbe. Ein Beispiel, was viele gesagt haben, wie kann man denn irgendwelche Mopeds kaufen? Das geht ja gar nicht. Und man kauft doch nichts für die Sammlung. Das ist doch auch scheiße. Das macht man nicht. Leute, klar mache ich das. Das Ding hier ist doch so. Erstmal, viele sagen, ich bin Autohändler. Bin ich auch. Aber ich bin nicht hauptsächlich Autohändler. Ich bin eigentlich hauptsächlich YouTuber. Das, was wir jetzt gerade machen hier, wir reden miteinander, ich erzähle euch irgendwas, das ist auch meine Arbeit. Auch wenn es doof ist, aber es ist eine Arbeit, die halt geil ist. Ne? So, es ist echt eine tolle, geile, was auch viele nicht verstehen, aber das ist tatsächlich ein richtiger Beruf. Und wir sozusagen machen eine Art Show für euch. Die Show ist halt nur unser richtiges Leben. Und ich habe halt auf diesen YouTube-Kanal, auf der Grundlage, halt eine Firma aufgebaut. Eine tüdelige Firma, auch mit Gordon, ne, weißt du, der halt auch immer ein bisschen, der ist auch nicht ein ganz normaler Mensch und weißt du, ist auch ein bisschen, der ist manchmal ist er auch tüdelig. So wie ich. Meine Frau ist tüdelig, alle die hier rum, Harry, alle, komplett. Aber das ist eine Firma geworden. Pass auf. Hätte ich diesen YouTube-Kanal nicht, hätte ich diese Firma nicht. Würde ich, weißt du? Dann weißt du, das ist das Ding so. Weißt du, ohne YouTube, viele fragen mich ja, wie ich das finanziere, könnte ich das hier auch gar nicht finanzieren. Weißt du? Ich mache jetzt keine Millionen mit YouTube. Brauchen wir nicht überreden. Das ist Quatsch. Das wäre totaler Unsinn, ne? Das zu erzählen jetzt, ne? Aber hier, das ist halt so, dass wir ungefähr die Hälfte oder manchmal sogar ein bisschen über die Hälfte unserer Einnahmen mit YouTube machen. Dann noch mal ein bisschen was mit dem Gurkenshop. Wie gesagt, kommt auch auf an, was da gerade so abgeht, habe ich ja gerade erzählt. Dann machen wir ein bisschen was mit hier, vielleicht mal eventuell, wenn mal D-Max da ist, für Fernsehproduktion, aber das ist, wie gesagt, momentan ja nicht aktuell. Das ist ja, bis wir die Staffel 3 kriegen. Wenn nicht, dann ist das Thema erstmal abgehakt. Dann bin ich mit Fernsehen, glaube ich, erstmal durch.
Ja, und dann ist es halt so, dann, weißt du, und dann halt, was die, um die Zahl dann rund zu machen, der Autohandel. Aber in den letzten halben Jahr sind die Kosten überall gestiegen. Im letzten Jahr schon, allgemein. Dieselkosten, jetzt die Lkw-Maut, die jetzt kommt, die ganzen Nebenkosten, die ich jetzt ja auch wie eine Keule über den Schädel gezogen gekriegt habe, weil die sind bei mir bisher noch nicht gestiegen, jetzt ja. Super toll, mit Licht herumzulaufen. Die müssen mit Taschenlampe jetzt hier rumlaufen. Das mache ich jetzt nicht. Das ist halt, das muss halt funktionieren. Das ist halt eine Firma. Man muss auch Licht haben hier. das hat es halt ganz schön hochgetrieben alles. Und das würde halt ein bisschen anders. Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Und wir konnten bisher eigentlich auch immer alles hinkriegen. So, die Geschichte natürlich, die jetzt hier gelaufen ist, die kriegen wir auch hin. Das weiß ich. Das dauert jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre, dann bin ich da auch so nochmal raus. Also was soll's. Andere kaufen sich ein Auto. Ich habe mir jetzt hier Strom finanziert. Für die nächsten 4 Jahre. Naja, dafür bist du vorher eingespart, wenn man ganz ehrlich ist. Also, klingt dumm, ne? Aber ist echt so. Totaler Schwachsinn. Aber es ist halt, das hat scheiße gelaufen. Und das hat auch viel auf meine Tüdeligkeit drauf zu tun. Ich bin halt nicht perfekt, Leute. Weißt du, alles, was euch so auf YouTube vorgelebt wird, weißt du, ist meistens gefakte Scheiße. Oder halt Sachen, die wirklich nur auf YouTube ausgelegt sind. Das hier, was wir hier zeigen, das ist wirklich unser Leben, beziehungsweise in dem Fall mein Leben oder das meiner Familie oder von Gordon. Das ist halt das, was wir wirklich machen. Wenn ihr jetzt hierher kommt, seht ihr sozusagen, machen wir das, was wir hier auch euch zeigen. Wenn ihr jetzt hier jetzt weg seid, machen wir das immer noch. Wir machen das immer. Also wir würden das auch sowieso machen. Wir machen das einfach. Das heißt, hier ist nichts gefaked, hier gibt es kein Skript. Und leider greife ich auch oft in die Scheiße. Das heißt, ich kaufe Autos, die scheiße sind oder irgendwas. Woanders? Die anderen sind ja alle perfekt, weil die machen das nicht. Arschlecken, die schneiden das nur nicht in ihre Videos, weil die keinen Bock haben auf irgendwelche Kommentare. Was mache ich? Ich zeige euch alles. So, pass auf, hier gibt es mal Taschenlampe auf dem Hof und da gibt es mal so ein paar Dinger, die ich euch erzählen muss zu gewissen Geschichten, weil viele Kommentare, die haben mich auch, ich will nicht sagen verletzt, aber wirklich enttäuscht, weil ich bin ehrlich und werde dafür von oben herab behandelt, will ich nicht, Alter. Warum soll ich mir das antun? Wisst ihr, was ich meine? Für was? Das ist das Ding. Aber bevor ich das jetzt mache und bin auf dem Hof kurz gucken und ich nochmal eine Zusammenfassung gebe, was wir hier tüdeln und in der nächsten Zeit, damit ihr euch auf einstellen könnt und warum der Content dann so ist und nicht so, und mein eigentlicher Plan, wie der eigentlich gewesen wäre und das irgendwie nicht geklappt hat, nochmal ein paar kleine Dinge. Also erstmal, ich könnte jetzt ja, was viele vorgeschlagen haben, was ja eigentlich vom Gedanken her, wo man sich damit nicht beschäftigt, eine gute Idee ist, einfach Autos verkaufen. Ich könnte ja mein VR verkaufen. Ne, obwohl einer meinte, ist ja alles verbastelter Schrott, ist ja nichts wert. Ja klar, ist alles Müll hier. Ist es ja auch. Ne? Aber was ist das, mein Müll? Das hier zum Beispiel könnte ich verkaufen. Ich könnte, das verkaufe ich ja eh da oben, aber weißt du, so das Ding da oder den 6er BMW, den Manta von Rainer oder ich könnte auch den hier Porsche verkaufen. Den ganzen Kram könnte ich auch alles verhökern. Also erstmal mache ich das nicht, weil ich mein Wort halte. Ich habe Rainer gesagt, ich behalte diesen Manta. Ne? Das bleibt meiner. Ne? Und den will ich deswegen auch niemals verkaufen. Höchstens, ich könnte nicht mehr anders. Weißt du, ich werde wirklich in der Ecke gedrängt. Den 6er BMW habe ich Heiko auch versprochen. Habe ich wohl gekauft von Heiko, aber der war sehr günstig. Und das ist einer der Gründe, warum ich das nicht machen würde. Ne? Sowas hier ist halt Auto ohne TÜV, das ist nicht viel wert. Ne? Aber das sind so die Sachen. Das sind solche Sachen, das sind zum Beispiel eine der wertvollsten Autos, die ich habe. Da, wenn ich meinen Camaro verkaufen würde, würde meine Frau sich scheiden lassen. Also das sind immer so Sachen, man hat halt einen emotionalen Wert hierzu. Alle Autos, die hier stehen, die haben wir irgendwann mal gebaut. Den Capri haben wir gemacht mit 8 Bar. Den Dingsen. Und ich muss doch einen Grund haben, dass ihr in dieses Museum kommt. Ich habe hier ein Museum, Alter. Sollt ihr ins Museum kommen, wo keine Autos stehen? Das ist Problem Punkt 1. Also mich persönlich würde das sehr, sehr verletzen, wenn ich irgendwas weggeben müsste, weil ich halt ein scheiß Automessi bin und halt an meiner Kacke hänge, an der ich ja auch schon jahrelang arbeite, an der wir jahrelang arbeiten. Ne? Dann das zweite Problem. Die ganzen Kisten hier, wenn du jetzt 50.000 rechnen müsstest, du das eben so bezahlen müsstest, rechne ja jedes Auto, das hier verkauft wird, durch 2. Warum?
Weil Vater Staat will ja auch noch mal eben seine Kohle haben. Das heißt, du musst diesen ganzen Kram auch noch versteuern. Super, ne? Und dann noch mal, wahrscheinlich, wenn du schnell verkaufen musst, auf Druck, verkaufst du auch relativ schlecht. Ist klar, ist immer so, weil wenn du Zeit hast, kannst du gut verkaufen. Wenn du schnell verkaufen musst, ist es schlecht. Ist immer so. Das heißt, was ich, mein Camaro, der vielleicht 10 Mille wert ist, wenn er TÜV hat und ein H-Gutachten, ist dann 5 wert. Manta hat einen ähnlichen Wert, schätze ich, 5. Sechser hat irgendwie einen Wert von ungefähr um die 18 bis 20. Wenn du ihn relativ gut verkaufst, ich kenne den Wert von denen ganz gut, rechne auch durch 2. Das heißt, das sind die ganzen guten Autos weg, die ganzen guten Sachen. Und für was mache ich das eigentlich? Pass mal auf, was ist das Ding? Ich bin Autohändler, okay, das ist ja klar. Ne? Aber warum bin ich Autohändler geworden? Das frage ich euch jetzt mal. Um Geld zu verdienen, ist logisch. Wie jeder andere Autohändler auch. Aber ich bin Autohändler geworden, damit ich mit meinen Gurken leben kann. Weißt du, ich lebe jetzt meinen Traum. Das hier, diese Halle, die Fahrzeuge, die hier stehen, die da drüben stehen, teilweise sogar in der großen Halle stehen oder im Außenlager stehen, sind mein Traum. Ich habe immer von sowas geträumt. Ich wollte immer viele coole Autos haben. Und ich wollte mich immer ausleben und die Autos so machen, wie sie mir gefallen. Weil ich finde normale Autos langweilig. Also wenn jetzt ein 124er vor mir steht, einfach so ein Grau oder ganz normal. Schönes Auto, 124er, schön und gut. Aber in meinen Augen langweilig. Es ist nicht mein Geschmack. Ich mag abgedrehte Karren. Ich finde das geiler hier. Sowas zum Beispiel. Den lasse ich so, weil er halt, naja, der ist halt so. Der war immer schon so. Den finde ich auch total geil jetzt. So abgedreht mit der ganzen Folierung und sowas. Weißt du? Camaro muss matt schwarz sein. Ist so. Kannst du da Donuts mitmachen. Pontiac mit Flammen, Alter. Wisst ihr, das ist so. Das alles sind Autos, die müssen nicht jedem gefallen. Die gefallen aber mir. Das ist meine Geschichte, Alter. Das ist der Scheiß, für den ich hier lebe. Und für den ich jeden Morgen hier aufstehe. Familie natürlich auch, wollen wir nicht vergessen. Die habe ich natürlich auch und kümmere mich da auch drum. Aber meine Familie ist ein großer Teil meines Lebens. Aber der Rest ist halt das hier. Und seid auch so ein Teil ihr, ganz ehrlich. Weil wie viele Leute habe ich im Museum kennengelernt, die mir echt viel bedeuten. Also das ist wirklich, also das ist unglaublich, was hier alles sich so rausentwickelt hat in den letzten Jahren. Und mal im Ernst jetzt, soll ich jetzt das alles hinwerfen? Weil irgendwelche Typen in den Kommentaren schreiben, dass ich ein Dulli bin und den Laden nicht richtig im Griff habe. Alter, ich bin auch nur ein Mensch. Und zu den, irgendwie funktioniert es ja. Habe ich auch in den Kommentaren geschrieben. Ich mache nicht alles perfekt. Ich nehme auch viele Tipps an. Aber manchmal ist es halt so. Also, Punkt, Autos verkaufen wäre nicht so cool. Weil, wie gesagt, müssen wir sehr, sehr viele Autos verkaufen, müssen alles nachversteuern. Und das wäre nicht so mega geil, vor allem, dann müsste ich auch das nächste Jahr da rauf, weil ich ja da mega viel Geld verdient hätte, in Anführungsstrichen, müsste ich auch dann wiederum, dann ist die Vorsteuer auch wieder gestiegen und sowas. Das wird mich eigentlich, ich würde sagen, noch viel mehr rammeln als alles andere. Das ist ein sehr, sehr taktisch schlechter Zug, okay? Also so in meinen Augen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber erstmal will ich es nicht, ist klar. Definitiv nicht. Und zweitens wäre es auch unternehmenstechnisch doof. Deswegen will ich das nicht machen. Zug Nummer 2. Ne? Warum kündige ich meine Frau? Ne? Doof gefragt, aber behalte diese Außenlagerhallen. Okay? Das ist ja auch ein Faktor, der drin ist. Warte, wir gehen dafür mal in eine Außenlagerhalle, damit ihr so ein bisschen Schirm drauf habt, weil das Video gucken sich auch viele, die den Kanal nicht so gut kennen. Und deswegen muss ich es halt wirklich für viele erklären, die halt auch nicht Stamm hier sind. Ne? Ist halt so. So, ich muss es nicht erklären, ich will es aber erklären, ne? Darum geht es hauptsächlich. Übrigens, die Scheiße hier, ne, die beschäftigt mich so sehr, ne? Wir haben jetzt 1 Uhr nachts auf dem Mittwoch und ich renne hier rum. Das muss was heißen. Aber wir haben Zeit, noch mal ein bisschen Strom zu verballern. So, also dieses hier ist unser Außenlager. Leider gibt es hier viele Fahrzeuge, die sind tatsächlich wirklich eigentlich Quatsch. Ne? Brauchen wir nicht überreden, hier ist auch viel Scheiße bei. Ne? Hier sind nur Fahrzeuge bei, wo ich sagen würde, die bringen uns groß weiter. Ist echt so. Ich bin ein Realist. Naja, aber auch viele Sachen sind hier so eingelagert wie Teileträger für spätere Projekte mal. Oder Fahrzeuge, die gar nicht mir gehören, weil die Flächen gehören dann auch gar nicht mir. Also, pass auf. Diese Fläche hier,
die gehört zu ungefähr 50% gar nicht mir. Die Hälfte davon bezahle ich gar nicht. Die gehört Erich. Erich ist ein Freund von mir und der hat auch mehrere Fahrzeuge. Und André, dieser Trabi da vorne und diese Dinger da hinten und die ganz hinten links, die ganzen Fahrzeuge, sind alle von Erich. Und die Fläche, die bezahlt er. Alles, was überbleibt, darf ich, weil er mir das als Kumpel erlaubt, weil die Fläche ja eh nicht braucht sonst, außer er hat natürlich mehr Fahrzeuge irgendwann, mitnutzen. Das heißt, ich stelle meinen Kram in seine Ecke. Das heißt, die Hälfte hiervon gehört gar nicht mir. Und mir ist mal ein Faktor. Was meint ihr, wie teuer so eine Fläche ist? Im Vergleich zu, ich sag mal jetzt, einer Angestellten oder eines Angestellten oder scheißegal was. Diese Fläche hier kostet im Vergleich dazu nicht viel Geld. Das ist nicht so teuer, wie ihr glaubt. Das natürlich kostet auch Geld, aber wie gesagt, das ist halt eine Fläche, die haben wir, um Fahrzeuge auszulagern. Und mein Ziel ist jetzt tatsächlich jetzt auf so einen Winter hin, das hier alles so dünn und klein zu haben, dass ich hier Fahrzeuge einlagern kann, dass die nach dem Ankauf, von die schon gut aussehen, nicht wieder schlechter werden. Das heißt, ich will jetzt sozusagen meinen Winterbestand oder meinen Winterautohandelbestand hier drin lagern. Das ist mein Plan. Und deswegen bauen wir hier auch gerade um. Und ich habe schon einiges geändert. Ich höre da schon was. Also schon wirklich ein bisschen was. Kann man gar nicht meckern. So, das ist nicht so teuer. Auch der Bauernhof im Dorf, der kostet wirklich, ich würde sagen, ich will nicht sagen nichts, aber nicht viel. Ne, also bei Jens bin ich auch so mit drin. Also das ist alles so Sachen, weißt du, das sind so, ich habe diese Flächen, die habe ich einfach und kann mich da ein bisschen ausleben und muss nicht alles auf einen Hof packen, weil ich früher Ärger mit meinem Vermieter gehabt habe, weil je nach Bestand, den wir auf dem Hof stehen hatten, war alles voll. Und so passt das für alle. Zum Beispiel kann ich meinen LKW hier super geil unterbringen. Seht ihr das? Der steht hier super cool, steht nicht im Weg rum. Ich kann den super geil vorne in die Halle reinstellen. Also besser als hier vorne in der Halle im Weg stellen. Das ist doch cool, finde ich. Ich kann hier meinen Lackierscheiß hinbauen und einfach hängen lassen, wenn ich nicht brauche. Ist auch voll egal. Natürlich wird hier trotzdem genutzt. Da stehen trotzdem Autos rum, so wie es immer ist. Weißt du, mein Ziel war eigentlich mal, das habe ich mittlerweile aber aufgegeben, wo ich diesen Scheiß hier angefangen habe, ganz größenwahnsinnig, über 300 Autos zu besitzen. Ich wollte eine riesengroße Autosammlung. Die mussten auch alle gar nicht top sein. Das ging mir nur darum, dass ich eine große Autosammlung habe mit coolen Autos, die mir gefallen. Das ist wie Jay Leno, nur ein Gurkig. Das, denke ich mal, werde ich wohl niemals hinbekommen. Das wird nicht drin sein. Boah, da alles andere ist Quatsch, ne? Aber ich denke, was ist das denn? Die Lampe da oben ist das wieder, die war wieder Geräusche. Eine Katze rennt die letztens rum, das ist mir gewundert. Also, das wird mir niemals passieren. Das kann ich mir wahrscheinlich auch niemals leisten. Aber ich kann auf jeden Fall mich um meine Gurken kümmern. Ja, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ihr habt schon recht. Ich habe, oder viele haben recht, nicht ihr, viele, ich habe übertrieben. Ich habe einfach zu viel Scheiße. Scheiße heißt zum Beispiel den Volvo, den ich hier fertig machen wollte, den ich nie fertig gemacht habe, den werde ich wahrscheinlich jetzt so verkaufen. Ne? Ich habe tatsächlich auch schon Sachen verkauft, die ich eigentlich gar nicht verkaufen wollte. Unter anderem, der DKW geht zu meinem Vater übrigens, hier diesen Trabi da vorne, der ist auch verkauft. Der wird irgendwann die nächsten Wochen abgeholt und dann ist der weg. Dieser BMW hier wird wahrscheinlich auch verkauft, weil ich wahrscheinlich auch nie fertig machen werde. Deswegen muss er weg. Der Corsa muss hier raus, weil der ist für den Autohandel. Der muss irgendwo hin und muss jetzt in der nächsten Zeit auf die Straße kommen, weil hier steht der Blöde. Trabi Taxi muss irgendwie ins Museum zurück und wieder ins Laufen gebracht werden. Der Wagen wird bleiben, weil der ist ein Schlachter, weil Porsche 924 Teile sind in Anführungsstrichen unbezahlbar. Kannst du nicht, allein Mengenteiler kostet schon 600 Euro. Das Ding bleibt hier, weil ich irgendwann nochmal einen 924 machen werde und da brauche ich den für. Das ist Fakt. Ne? So ungefähr ist das. Der kommt wahrscheinlich auch weg. Der bleibt, der wird im Winter wieder angemeldet. Der Wartburg wird verkauft, mit TÜV übrigens. Der Diploral da hinten, also der Admiral, der bleibt, weil ich ihn geil finde. Den würde ich nicht mehr weggeben, weil immer sein Auto haben. Das lassen wir hier rumschimmeln. Der Tag wird irgendwann nochmal kommen. Oder auch nicht, ist ja scheißegal. Was soll denn passieren? Der frisst mich ja nicht auf. Der gehört Erich, der hinten, der war meine Mutter, muss weg. Der muss weg. Der MR2 bleibt, ist auch so ein ähnlicher Deal wie mit dem hier, wie mit dem 6er BMW. Ich habe gesagt, ich behalte die Kiste, halte mich an mein Wort. Der geht nächste Woche wieder zurück ins Ruhrgebiet, in seiner Heimat, der ist ja eh verkauft. Und dieser Wagen, der ist noch ein bisschen offen, ob wir ihn fertig machen oder nicht, ich denke aber schon. Und wenn nicht, ich will nicht unbedingt alle Trabis abgeben, die ich habe, die ich irgendwie fertig machen kann, weil das ist ein Projekt, was eigentlich relativ überschaubar noch ist. Ja, Toyota bleibt,
Ja, zu meinem Fuhrpark ist sogar angemeldet und kriegt 10 bis 12 sogar noch neue TÜV. Fühle ich. Er muss leben. Ja, ne, und Renault ist auch ein Verkaufsauto. Und das ist mein Winter-Daily. Beziehungsweise bleibt wieder auch mein allgemeiner Daily, weil ich mache dieses Skyrim-Problem jetzt. Da geht mir bloß ein Sack der Wagen. Da steht hier Ewigkeiten rum, ich fahre ihn nicht. Müssen wir ändern. Autohandel, wahrscheinlich Schrott. So, nur eben dazu. Da habt ihr ungefähr einen groben Überblick, wie ich jetzt hier denke. Ihr seht, ich muss schon viele abstoßen. Und jetzt darf ich schon mal einiges dünner werden an Fahrzeugen. Der hinten, der Ascona, geht ja auch nach hier nach Michi, der ganz hinten steht. Das ist seiner, das kommt gar nicht mehr mir. Und hier die Fahrzeuge von Erich werden wahrscheinlich dann alle in diesem Feld hier aufgeteilt werden, damit ich das alles auch trennen kann, was irgendwie Sinn macht. Aber das ist auch schon wieder ein Tag Arbeit. Aber ein Thema, was viele angesprochen haben, und ich habe es jetzt mal gesagt. Hier, der Wartbuch übrigens, der wird bald angemeldet, dieser hier. Den will ich fahren. Der wird auch im Projekt. Das ist übrigens eigentlich, bevor ich diese Keule gekriegt habe, diese Nebenkostenkeule, war mein Plan gewesen, das Auto ja fertig zu machen. Also einmal mit Klarlack zu versiegeln komplett, die ganze Patina und so eine Edelratte rauszubauen. Das Auto ist sonst ja komplett in Ordnung. Also ist wirklich in Ordnung. Du kannst dich wieder daneben stellen, kannst so drehen und er läuft. Der hat auch 2 Jahre TÜV. Das war mein Projekt. Das war gedacht, das steht auch schon hier drin. Das war so ein bisschen meine Vorbereitung schon. Aber dann kam die Keule, da war meine Laune ziemlich scheiße und da habe ich gesagt, ich schieb das auf, mach das später. Ja, aber so ist das im Leben. Steckst du nicht drin, ne? Ist ein Rückschlag für mich, aber der hält mich nicht auf. Ich mach trotzdem weiter. Was soll ich denn sonst tun? Und meine Frau wird irgendwann wieder dazukommen, wenn das wieder alles wieder funktioniert und da irgendwie das Geld wieder für da ist oder halt das wieder alles geht, dann läuft das. Und übrigens, das heißt jetzt nicht, dass ich keine Autos mehr kaufe, auch keine Projektautos mehr kaufe oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich werde immer weitermachen, Alter. Ich versuche halt, meinen Traum zu leben. Und meine Frau will das auch, dass ich meinen Traum lebe. Das ist das Gleiche. Wir folgen das gleiche Ziel, weißt du? Ihr glaubt immer alle, das geht so gegeneinander und wir haben Streit. Nein, haben wir nicht. Das ist alles, wir sind zusammen. Eine Einheit. Und da steht auch nichts zwischen. Und vor allem ist so eine Scheiße wie Geld, mal im Ernst jetzt. Ihr könnt ja rechnen, wie ihr wollt. Ich bin ja auch Unternehmer und selbstständig und bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Aber scheiß auch auf Geld. Geld ist nicht so wichtig. Hauptsache man kann seinen Scheiß machen, worauf man Bock hat. Und ich habe nicht vor, damit Millionär zu werden. Ich habe nur vor, damit glücklich zu sein mit dem, was ich habe. Und aktuell bin ich damit glücklich. Und alles andere, was unnötig ist, wie ihr schon gesagt habt und ich euch recht gebe, kommt weg. So, wir gehen wieder raus. Einmal kurze Hofrunde, dann wisst ihr auch, was Phase ist. Aber ich habe schon viele Sachen so im Video erzählt. Aber ich will das Thema jetzt endlich vom Tisch haben. Das ist mir zu blöd langsam. Mann, diese Diskussionen da drin und sowas. Fakt auf jeden Fall ist, so schnell seid ihr mir nicht los. Ob das wollt oder nicht. Das kann auch ein bisschen dauern. Außer es kommt noch was. Mal gucken, wer weiß, Alter. Also das Leben, das hat mich tatsächlich hier mittlerweile schon sehr, sehr oft belehrt mit Scheiße. Creepy, ne? In der Halle im Dunkeln, finde ich, hardcore creepy. Aber egal, man gewöhnt sich dran. Ja, sorry übrigens, dass ich euch damit belästige, aber das ist so ein, das ist, für mich ist ja echt ein Thema, das ist echt wichtig. Und ich weiß auch nicht, ob dieses Video gut zu gucken ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich laber ein bisschen viel Scheiße, weil ich auch schon müde bin, aber das ist so ein Thema, das beschäftigt mich. Und ich will so einen Scheiß nicht haben. Ich will ja einfach nur mein Leben leben. Mit euch, weißt du? Und ich habe keinen Bock auf irgendwelche Hauereien. Ich meine, da gibt es Typen, die mir nicht abkönnen. Das ist mir auch relativ scheißegal. Aber das ist halt, ne, aber das ist halt so ein Thema. Ich meine, ich kriege jeden Tag 10-mal erzählt, dass ich ein Dulli bin. Das weiß ich selber auch. Kann ich nicht ändern. Bin ich halt. Oh, guck mal, der ist noch angemeldet. Da muss ich einen bösen Kommentar für kriegen. Geht da gar nicht. So, weiter geht's hier. Der Hof hat sich verändert. Ein bisschen, aber nur. Morgen geht ihr, wie es weitergeht. Der Wagen hat jetzt einen Fahrzeugschein, der ist für den Autohandel. Autohandel, Thema schon erledigt. Der hier ist auch so gut wie verkauft. Wie genau, werde ich morgen sehen. Der ist momentan mein Daily. Läuft bei mir, ne? Polo, aber ich feiere ihn irgendwie. Ihr fahrt ihn ganz gerne. Den kriegt Michi tatsächlich. Den Polo hier, hat er sich gegönnt. Ich habe ihn tatsächlich gegen hier ein bisschen Werbekram getauscht. Ein paar Sticker, ein bisschen hier. Ein paar Banner will ich noch haben, um die Gegend zu betüdeln. Da haben wir ein bisschen was gedreht, wir beide mit. Der ist auch verkauft.
Der verlässt mich auch. Wahrscheinlich jetzt am Sonntag, am Museumstag geht er weg. Der wird verkauft, um den neuen Job oder das neue Ding meiner Frau zu finanzieren. Ich versuche auch irgendwie TÜV drauf zu kriegen, dass er 2 Jahre TÜV hat, damit es auch ein bisschen mehr Sinn macht und wieder gut fährt. Der hier ist für den Autohandel, ist klar. Der ist für den Autohandel, eines der nächsten Projekte von uns, also mit Video. Der ist auch schon eigentlich verkauft, also ist verkauft, der wird auch abgeholt die Tage. Ich muss nur einen TÜV drauf machen. Und der hier ist bald Projekt, den machen wir jetzt bald fertig, aber leider auch für den Verkauf. Ich kann den gar nicht mehr rauchen. Ich wollte den zuerst fertig machen, habe gesagt, jetzt hier kommen, lass ihn doch mal irgendwie selber tüdeln. Aber macht das Sinn? Nee, eigentlich nicht. Das ist eine Karre, die ewig in der Ecke rumsteht. Und eigentlich ist der in sehr gutem Zustand. Deswegen muss da mal irgendwie was mit passieren. Das kann nicht so weitergehen. Toyota kriegt noch so ein neues Radlager. Hoffentlich kriegen wir das morgen hin. Gordon ist auch ein bisschen überfragt. Das kann was werden. Aber naja, Gordon ist auch nicht allwissend. Wie gesagt, er hat lange Berufspause gehabt. Aber er gibt sein Bestes. Und das reicht mir, Alter. Ich will nicht. Ich brauche nicht den Perfekten. Ich will Gordon. Gordon ist mein Mann. Der gehört zu mir. Das ist mein Freund. Und er ist hier mir halt auch, ich sag mal, angestelltenmäßig auch sehr treu und als Freund auch treu. Und das ist viel wichtiger. Weißt du, kannst auch einen Angestellten haben, der jedes halbe Jahr seinen Job wechselt oder irgendwas. Hilft auch nichts. Hier, der hier wird geschweißt von uns. Der da, weiß ich das, Schrott oder nicht Schrott? Agila, keine Ahnung. Saphira wird es gemacht. Also ist es schon in der Arbeit gewesen. Der hier wahrscheinlich dann im Schrott. Weil irgendwie ist ja auch ziemlich ranzig. Nehmt mal das Spaltmaß hinten von der Heckklappe an. Seht euch hier vorne das Spaltmaß an. Dann seht euch die Heckklappe selber an. Dann seht euch den nicht laufenden Motor an. Und die hier geschweißt haben wir ihn. Und den ratteligen Innenraum. Guck mal, den Loch da so und seht's. Mehr angeschimmelt. Das ist scheißegal, das kann man wegwischen. Aber ich mache ihn nicht mehr. Das Thema hat sich erledigt. Schade eigentlich drum, aber ist so. Der hier muss zum Anlernen nach Peter. Der ist noch 50-50, ob wir machen. Ich gucke ihn die Tage mal durch. Aber ich schaffe halt nicht alle auf einmal. Und der hier ist immer noch eine Sterne. Und der ist fertig. Seht ihr? Eins der Autos von dem Hof, die wir tatsächlich noch retten konnten und wieder auf die Straße bringen. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. Und das mache ich auch ganz gerne, weil das macht mir auch am meisten Spaß tatsächlich. Autos wiederbeleben, die eigentlich totgeglaubt waren. Und er ist ein Kandidat davon. Und jetzt würde ich sagen, hat der locker Zustand 3. Locker. Ohne Probleme. So, lass wieder reingehen. So, wieder drin. Naja. Was kann man da als Fazit zu sagen? Wir wurden auf jeden Fall, wir hart einen vor die Fresse gekriegt. Das muss ich wirklich sagen. Das belastet mich immer noch. Und deswegen habe ich die Kommentare wahrscheinlich auch so mega hart genervt. Manchmal prallt sowas ziemlich bei mir ab. Aber die Geschichte war halt für mich wirklich auch hart. Ne? Ich wollte natürlich auch nicht meine Frau kündigen. Ich musste es aber tun. Das ging halt nicht anders. Das Ding ist halt, es geht jetzt weiter. Wie gehabt, muss uns aber irgendwie besser machen. Das ist auch Fakt. Ein paar Rücklagen schaffen, ein bisschen Schrott loswerden. Ja, habt ihr recht. Ja, ich sammle halt gerne Schrott. Und ein bisschen so, wir müssen den richtigen Weg halt finden, weißt du? Den richtigen Weg. Es muss halt weitergehen und es muss funktionieren. Und das ist das Thema, was uns jetzt die neue Herausforderung ist, ne? Aber Fakt auf jeden Fall ist, ich will trotzdem meine Welt nicht verlieren. Weißt du, wenn ich jetzt mein ganzes Leben jetzt hier, den ganzen Tag hier stehen würde und jetzt solche Autohandelsautos hier zusammenschrauben würde, weißt du, dann kann ich auch genauso gut LKW fahren oder irgendwo am Fließband stehen oder, was weiß ich, in der Autowerkstatt arbeiten. Damit wird doch keiner anstellen, das ist eine andere Geschichte. Mich doch nicht, Gottes Willen. Weißt du, könnte ich ja genauso gut machen. Dann ist es ja nicht das, was ich, ist ja nicht mein Traum. Also ich will auf jeden Fall weiterhin meine Projektautos machen. Und dieses YouTube-Ding, was wir hier machen, das ist zum Glück meine Chance, sowas zu tun. Und damit tut ihr mir ungeheuer gut, weil ich halt mich ausleben kann. Ihr seht das ja hier zum Beispiel. Bestes Beispiel. Beste für so komischen Scheiß bauen. Und das ist noch nicht mal fertig, der Wagen. Der wird noch wilder. Ja, gut. Freunde, ich will mal hoffen, ich habe euch nicht zu sehr genervt mit meinem Laber-Video jetzt hier später am Abend. Aber damit ich heute Nacht ein bisschen besser schlafen kann, musste es sein. Mir geht es dadurch besser. Ihr seid hoffentlich ein bisschen klarer. Fakt auf jeden Fall ist, wir machen weiter, so wie gehabt. Und machen das Beste raus. Ne? Wie gesagt, besucht uns im Gurkenmuseum, kommt gerne vorbei. Wir sind für euch da, wisst ihr. Aber vergesst das bitte nicht, nur am Museumstag. Unter der Woche müssen wir die Scheiße hier am Laufen halten. Ja, wer hat gesagt, die Selbstständigkeit einfach ist? Keiner. Und 4 Leute tatsächlich, die es halt selber nicht sind oder noch nie waren,
die können es halt nicht nachvollziehen. Und wissen halt auch nicht, wie es funktioniert. Und dann kriegt man manchmal halt komische Tipps. Und manchmal regt es einen auch ganz schön auf dann, alter Schwede. Aber das meinen sie ja auch nicht böse, Gottes Willen. Aber so ungefähr ist das. Ach ja, Junge, Junge. Gut, haut rein. Bis morgen. Morgen ist wieder normales Leben. Mit solchen Augenringen wahrscheinlich. Munter.